Vor genau einem Jahr, meine Damen und Herren, haben die Aktienmärkte der Wall Street einen Tiefpunkt erreicht oder den Tiefpunkt der Corona-Krise erreicht. Seitdem geht es, naja, ziemlich steil nach oben. Nicht, weil die Wirtschaft sich jetzt so maßgeblich erholt hätte, das ist auch passiert, aber es ist, weil die Notenbanken natürlich all-in gegangen sind, die Staaten all-in gegangen sind mit Stimulus etc. etc. Aber jetzt stellen wir vor allem hier in Europa fest, oh, aus dem Lockdown sind wir irgendwie immer noch nicht raus. Da waren wir mal im Sommer 2020 raus, aber seit November sind wir faktisch in einem Endlos-Lockdown und es gibt irgendwie scheinbar keine Perspektive, dass das bald mal anders wird. Und wir sehen durchaus Reaktionen an den Märkten. Wir sehen Tourismuswerte, die verprügelt werden. Wir sehen auch Banken jetzt wieder ein bisschen unter Druck. Wir sehen also diese Reflationstrade-Gewinner, die vor allem seit der Impfstoffhoffnung ab 9. November so maßgeblich haben zulegen können. Die sind jetzt plötzlich nicht mehr so gesucht und jetzt spielt der Markt wieder die Tech-Werte. Und es sind ja diese Tech-Werte, die eigentlich sogenannte Deflations-Assets sind, denn die laufen normalerweise dann gut, wenn es der Wirtschaft vielleicht nicht so gut geht, weil die davon relativ unabhängig sind. Und zweitens laufen sie gut, weil man sich sagt, okay, in einem deflationären Umfeld, da ist Tech natürlich tendenziell bevorzugt. Und jetzt haben wir eigentlich die Erwartung der Märkte, wir haben riesige Inflation vor uns, aber gleichwohl sehen wir diese Rotation aus der Rotation. Tech läuft weiterhin sehr gut und die traditionellen Gewinner aus dem Value-Sektor, die seit der Impfstoffhoffnung stark zulegen konnten, die sind heute unter Druck. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was seit einem Jahr hier passiert ist. Seit dem Tief vor genau einem Jahr, S&P 500 76% gewonnen, Russell 2000 126%, dieser Nebenwerteindex, Nasdaq 187%, Energy 102%, S&P 500 Tech auch 87% und Rohstoffe plus 80%, also man könnte sagen, ja, da ist ein bisschen was nach oben gegangen, nicht wesentlich, aber ein bisschen. Und die Frage ist, sehen wir jetzt Gewinnmitnahmen oder ist der Reflationstrade ein bisschen überdehnt, weil faktisch eben wie in Europa hier sichtbar die Dinge vielleicht doch schwieriger werden, weil auch in den USA die Zahlen wieder ansteigen, weil möglicherweise auch dort dann Mutationen auftauchen, gegen die die bisherigen Impfstoffe erstmal nicht wirksam sind. Das sind ja alles potenzielle Risiken, die möglicherweise hier eine Rolle spielen. Oder ist das rein technisch, dass eben diese Indizes wie der Russell 2000 einfach zu stark gelaufen waren, dass man jetzt mal unter Druck kommt und eben in den letzten Tagen die Tech-Werte zu stark verkauft waren, dass man jetzt eine technische Gegenbewegung hat? Schauen wir uns zunächst mal an, was jetzt in die Aktienmärkte geflossen ist seit Dezember 2020. Geht steil nach oben, aber da hatten wir doch schon ein gutes Stück der Rallye hinter uns und wir sehen, was da an Mitteln reingeflossen ist in die Aktienmärkte. Unglaublich, und wir sehen dann mal eine Aufteilung. Jetzt in den letzten Tagen, da ist massiv in die globalen Aktienmärkte hier dunkelblau und hellblau an die Wall Street geflossen. Das sind absolute Rekordsummen und dennoch hat man das Gefühl, die Wall Street ist so ein bisschen unterwegs wie Joe Biden auf einer Treppe, also relativ langsam und behäbig. Es ist jetzt nicht so, dass die Kurse durch die Decke schießen. Die Indizes variieren sehr stark. Russell 2000 deutlich im Minus, Nasdaq deutlich im Plus. Der DAX hält sich so um und bei, mehr oder weniger verändert nach einem kleinen Schwächeanfall heute Morgen aufgrund der glorreichen Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, die uns ernsthaft sagen, es macht Sinn, am Gründonnerstag dann die Supermärkte zu schließen, sodass wir uns dann alle schön am Mittwoch im Supermarkt treffen können. Das ist natürlich ein intelligenter Punkt. Und jetzt sehen wir S&P 500, was ist eigentlich month to date passiert, also seit Monatsanfang. Sehen wir S&P Low Vol High Div, also wenig Volatilität, hohe Dividende, ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir sehen S&P 500 Buybacks, das ist auch ein Punkt, der jetzt wieder stark angezogen hat. Die Aktienrückkäufe der Unternehmen, die ja lange Jahre eigentlich der einzige Nettotreiber waren der Aktienmärkte. Und wir sehen unten S&P 500 Momentum am schlechtesten noch gelaufen. Und Growth, S&P 500 Growth auch am schlechtesten gelaufen.
kaufen. Jetzt, wie gesagt, dreht sich das so ein bisschen um. Jetzt sind diese Momentum und diese Growth-Werte wieder gefragt. Schauen wir uns hier mal die Positionierung an. Wo fließen eigentlich die Gelder rein? Und da sehen wir massiv in Value-Werte reingeflossen. Diese Value-Werte heißen Value-Werte, aber es sind manchmal gar kein Value. Da sind teilweise Geschäftsmodelle, die nicht funktionieren, Unternehmen, die hochgradig verschuldet sind. Und jetzt sehen wir, haben wir vielleicht hier einen Peak erreicht, was diese Value zu Growth-Geschichte betrifft, ist halt schon sehr, sehr ausgereizt und setzt voraus, dass wir das Mega-Wachstum bekommen. Aber in der Eurozone, wie gesagt, Deutschland ist ja nicht das einzige Land im Lockdown, sondern so ziemlich alle größeren Länder sind hier im Lockdown in der Eurozone. Dementsprechend, wo soll eigentlich jetzt dieses Wahnsinnswachstum herkommen? Klar, die Industrie arbeitet weiter, aber viele Sektoren sind eben da nach wie vor von betroffen. Wenn wir uns mal anschauen, jetzt mit dem Blick in die USA, wer hat eigentlich davon profitiert, dann sehen wir 70% der Gewinne, die in den Aktienmärkten erzielt wurden, nämlich 4 Billionen allein im Jahr 2020, haben die obersten 10% abgegriffen, die untersten 50%, also die Hälfte der Bevölkerung hat mal gerade 4,1% dieser Segnungen erhalten, und das zeigt, dass die Notenbanken natürlich hier letztlich dafür sorgen, dass die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet in diejenigen, die nicht partizipieren und diejenigen, die sehr stark partizipieren. Genau das ist ja das Problem, und jetzt weist Lance Roberts darauf hin, ja, da ist doch ein kleiner Widerspruch eigentlich, wenn jetzt diese Wahnsinnswachstumserwartungen wirklich eintreffen, die man sich hier vorstellt. Dann wird aber die Inflation anziehen und dann werden auch die Kapitalmarktzinsen, nicht die Leitzinsen, die Kapitalmarktzinsen stark anziehen. Das wiederum unterminiert eben das Gewinnwachstum, und das würde dann letztendlich doch ein bisschen die Frage aufwerfen nach den Bewertungen. Das ist ja genau der Punkt. Wir sind ja jetzt nicht gerade günstig bewertet. Da ist ja schon ein Stück weit die beste aller Welten ein bisschen eingepreist. Und hier sehen wir Lance Roberts, der immer dieses Video macht, auf das ich schon mal verwiesen habe. 3 Minutes on Markets and Money. Für mich absolute Pflicht. Lektüre, wenn es denn Text wäre, es ist aber Bild. Und hier zeigt Lance Roberts, dass wir hier den Moneyflow Indicator haben, da wo er seine Hand hat, ein bisschen rechts davon. Da sehen wir diese Kurve, die jetzt so ein bisschen oben zu toppen scheint. Das sind also die Geldströme, und möglicherweise sind wir jetzt kurz vor einem Sell-Signal, wird man sehen. Das würde nicht bedeuten, dass die Aktienmärkte crashen, aber dass wir zumindest jetzt eben, was die Aufwärtsgeschwindigkeit aller Joe Biden-Treppe nicht mehr so wahnsinnig schnell wohl kommen dürften. Und ein Punkt, der hier sicherlich ein Riesenpunkt ist, die Unternehmen schaffen es bisher nicht, so schnell die Preise zu erhöhen, wie ihre Kosten steigen. Unten sehen wir mal diese Grafik, da steigen die Kosten parabolisch nach oben, und die Preise, die sie weitergeben, sind auch gestiegen, aber nur ein bisschen. Da ist also eine Lücke, und die Lücke wird jetzt immer größer. Und jetzt hat sich heute Jerome Powell ja geäußert, auch Janet Yellen, aber Jerome Powell hat nochmal gesagt, Impact on inflation won't be very large or persistent. Also die Inflation, die wird vielleicht mal kurz sein, aber nicht sehr lang dauern. Das wird nicht sein, was jetzt nachhaltig der Fall ist. Aber die Unternehmen stehen jetzt erst vor dem Prozess, wo sie die Preise für die Kunden anheben müssen, um die gestiegenen Kosten durch hohe Rohstoffpreise, 80% haben wir vorhin gesehen, sind die Rohstoffpreise seit dem 23. März 2020 nach oben gegangen. Und hier gleichen wir das mal ab aus dem letzten ISM Manufacturing Index. Da heißt es nämlich, things are now out of control. Die Dinge sind außer Kontrolle. Everything is a mess and we are seeing wide-scale shortages. Also wir haben Dinge, Zulieferprobleme, wir haben hohe Inputkosten, extrem steigende Inputkosten. Also hat die Fed recht, hat Jerome Powell recht? Ist das wirklich nur vorübergehend, was dann da kommt? Ja oder nein? Wenn jetzt dieser Lockdown zum Beispiel in der Eurozone bis ins Jahr 2021 dauert, dann werden wir wahrscheinlich kein großes Problem mit Inflation haben. Aber es ist eben so, dass jenseits der Frage, wie schaut es jetzt aus zukünftig, die Bondmärkte, die Anleihenmärkte schon eine relativ klare Sprache sprechen, und die sagen, okay, ihr liebe Fed, ihr werdet schon Ende des Jahres 2022 dann die Zinsen anheben, und das ist deutlich früher, als die Fed selber das jetzt prognostiziert. Wobei, die Fed ist vielleicht zu allgemein gesagt, denn da gibt es ein gallisches Dorf innerhalb der Fed,
das noch Widerstand leistet. Und das ist Robert Kaplan von der Dallas Fed, der heute gesagt hat, also ich würde mich jetzt nicht in den Weg stellen für einen Anstieg der 10-jährigen US-Staatsanleiherendite auf 2%. Damit habe ich kein Problem. Aha. Und dann sagt er auch noch, ich sehe eigentlich schon den ersten Zinsschritt, die erste Zinsanhebung im nächsten Jahr. Sieh an, sieh an. Also Robert Kaplan ist da ganz eindeutig in diesem hawkischen Camp und sagt auch, ich bin nicht dafür, dass wir die Geldpolitik dafür nutzen, um die Zinskurve hier zu manipulieren. Auch das also eine klare Ansage an die Zinskurvenkontrolle, Yield Curve Control. Und er sagt auch, also ich erwarte, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe hier weiter ansteigt. Und wir hatten ja lange Zeit diese ganz enge Korrelation jetzt in den letzten Tagen zwischen 10-jähriger Anleiherendite und vor allem den Tech-Werten. Jetzt erholen sich die Tech-Werte, die Rendite ist ein bisschen runtergekommen, aber nicht wirklich nachhaltig. Wir sind jetzt bei 1,66% bei der 10-jährigen Staatsanleihe in den USA. Und wir haben jetzt 7 Wochen hinter uns, wo eben die Renditen für die Staatsanleihe gestiegen sind, der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und hier mal eine Grafik von Arbor, die zeigte, was der S&P 500 macht, nachdem, historisch gesehen, nachdem die Anleiherenditen 7 Wochen in Folge gestiegen sind. Und da sehen wir, da ist nur in einem einzigen Fall von mehreren Fällen die Sache so, dass wir hier positiv sind, sonst teilweise schmale Verluste in den nächsten Wochen, teilweise größere Verluste von über 5% und einmal auch einen Verlust von weit über 20%. Also wir sehen, normal ist das nicht so toll für die Aktienmärkte, wenn wir so einen Trend haben zu deutlich ansteigenden Renditen. Und dieser Trend ist ja nicht gebrochen bislang, auch wenn wir natürlich jetzt von 1,75 auf 1,65% nochmal zurückgekommen sind. Aber das alles hat jetzt Auswirkungen auf die Märkte. Wir sehen, dass der sogenannte Reflationstrade, den Michael Santoli hier als Retracing-Trade inzwischen bezeichnet, nämlich Ölwerte, Fluglinien, regionale Banken, die sind alle jetzt wieder unter Druck auf einmal. Und Rich Kleinbauer fragt hier, ja, ist jetzt Fang plus Tesla und Microsoft, ist das der neue sichere Hafen? Weil möglicherweise diese ganze Erwartung, die da in den Märkten schon längst eingepreist ist, im Sinne einer Corona-Freiheit, weil die möglicherweise nicht so wirklich der Fall ist tatsächlich oder zumindest der erste Zweifel da ist, denn Europa ist nach wie vor ein durchaus wichtiger Faktor, ja, was die Wirtschaftskraft betrifft, auch für die Amerikaner natürlich wichtig. Und wir sehen, dass weiterhin die SPACs, diese Börsenmäntel, unter Druck sind. Wir sind jetzt über 20% vom All-Time-High, nachdem wir, und damit im Bärenmarkt-Territorium, nachdem es ja vorher so massiv nach oben gegangen ist und ein SPAC nach dem anderen an die Märkte gekommen ist. Wir sehen, dass die Amerikaner jetzt fleißig schon ihre Stimulus-Checks verkonsumieren. Wir sehen jetzt, wie das nach oben zeigt. Also die Stimulus-Checks sind weitgehend angekommen und nicht bei allen, aber das zeigt sich schon sofort in den Kreditkartendaten von JP Morgan. Man konsumiert also. Da ist also schon richtig Freude am Mann. Da muss man schon sehen, dass die Amerikaner natürlich diese hier rein da raus Mentalität haben. Da wird in der Regel wenig gespart, aber Durchschnittsfamilie von 4 Personen hat $5,600, wie Joe Biden selbst gesagt hat. Das ist natürlich schon mal ein Schnaps. Und anderes Thema heute, Microsoft. Vielleicht mit einer Übernahme von Discord, dieser Social-Media-Plattform, die die Jugendlichen extrem stark benutzen. Da geht gar nichts mehr ohne Discord. Da ist die Frage, wird man dafür mehr als $10 Milliarden zugreifen? Ich kann mir vorstellen, dass Discord sagen würde, naja, wir sind die Zukunft, ihr seid eher so die Boomer. Da könnt ihr mal ein bisschen mehr drauflegen. Und abschließend wollte ich für diesen ganzen Zusammenhang Reflationstrade, Renditeanstiege etc. etc. nochmal auf einen Artikel von Wolfgang Müller, meinem Kollegen bei Finanzmarktwelt, verweisen, der hier mal thematisiert hat, Geldflut, also Stimulus, Fed etc. gegen Zinsangst, nämlich Anstieg der Renditen, damit Anstiege der Kapitalmärkte, Zinsen, damit faktisch dann ja auch eine Verknappung von Liquidität. In der Folge Wolfgang Müller diskutiert das in diesem Artikel, den würde ich Ihnen unter das Video packen. Würde mich freuen, wenn Sie den lesen. Da ist in jeder Zeile Kompetenz erkennbar, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.